Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, oder willkommen zur Katastrophe. Ja, die Liga hier ist katastrophal, zumindest für uns hier im Clan Deutschland Ed, denn hier finden sich ja immer so ein bisschen so unsere Zweit-Accounts aus dem Clan Herausforderer und ein paar Friends. Und wir spielen hier ab Rathaus 10. Ihr seht, wir sind auch mal gerade so 16. Das heißt, im Moment haben wir einen Spenden-Account hier drin. Das müsste eigentlich der Herr Avatar sein. Jo. Also wir sind hier exakt 15 Leute. Bender, Schief, Alex da unten haben mit der Liga und deren Ausgang hier glücklicherweise nichts mit zu tun. Denn wir haben hier eine heftige Gruppe erwischt. Im unteren Bereich geht es eigentlich noch. Allerdings mit dem Chefkoch bin ich auch noch kein so ein richtiger 12er, sehe ich gerade, beziehungsweise 10er. Und mich hat vor allen Dingen die Nummer 7 gemacht, okay? Also noch nicht mal der 10er hat mich hier gemacht, sondern die Nummer 7, ein 12er, alles klar, okay. Aber was willst du machen? Ich habe zumindest mit dem Alex heute schon mal gedefft. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir spielen hier im Moment gegen den Ersten. Okay, Oldschool wird sicherlich noch aufholen. Aber wir werden hier ganz schön durchgereicht, Leute. Siebter, also es ist echt eine Katastrophe. Wie gesagt, im unteren und mittleren Bereich geht es noch gerade so. Aber hier oben im oberen Bereich mit zu vielen 13ern und bei uns dann, ich habe auch nicht gesehen, dass wir dann so eine Dörfer hier mit dabei haben. Ist mir ein bisschen durchgerutscht. Das ist jetzt nichts gegen Ferdinand hier, das ist ein Spendenaccount von ihm. Aber mit dieser ausgedienten Ezo-Base und diesen High-End-Mauern hier, da ist hier natürlich auch nicht viel zu reißen. Auf Platz 5 ist er hier gelistet. Und ihm und seinem Gegenüber, der war dann auch nicht so gut. Und da hat's Telefon geklingelt. Sorry, Leute. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, dass wir hier, wie gesagt, ein bisschen zu viele 13er gegen uns haben. Und da oben, ja, es ist immer, ihr seht das, Club der 49er. Es ist schon relativ schwer auch für so einen 12er hier gegen 13 mit voll ausgebauten Rathaus. Ich würde sagen, das ist ein fast Maxed-Out-Kollege. Hellen sind noch nicht so gut bei ihm. Das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil gewesen sein, aber so ein richtig großer Vorteil ist es denn auch nicht, beziehungsweise ein Nachteil, denn die Base ist natürlich sehr, sehr stark. Aber streng genommen hat der Baba das hier gar nicht mal so schlecht gemacht. Die Wortenzündung jetzt etwas zu früh. Ich meine, der hätte ein bisschen warten können, bis die Truppen so ein bisschen mehr in der Mitte sind und noch mehr Feuer kriegen, denn da jetzt zu Anfang war ja relativ viel weg und die dann da so ein bisschen in Wut zu nehmen. Sprungzauber war auch verpeilt, weil er wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass seine Karre so weit kommt. Ist ja oft so. Und 44, eigentlich hatte ich hier gedacht, ich habe den Angriff live gesehen, dass er das noch schafft. Aber er hat die Queen ein bisschen spät, glaube ich, gezündet. Und deswegen ist ihm die da drauf gegangen, denn die war jetzt fast instant tot. Da ist er nämlich instant tot. Dann hätte die noch vielleicht einen Schuss gelassen, wären das hier 50% gewesen. Aber so sind das hier 49 geblieben. Okay. Und dementsprechend mache ich jetzt mal meinen Angriff. Ich bin ja auch noch ein noch nicht ganz so guter Elfer, aber ich muss mal gucken, dass ich hier meinen Neuner bzw. meinen Kollegen jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen ebenbürtig mache, denn er hat mich ja nur mit einem Stern geschafft. Ich würde ihm gern zwei abluchsen. Ich weiß nur noch nicht wie. Aber irgendwie machen wir das. Ich weiß, wie gesagt, nur noch nicht wie, Leute, aber irgendwie machen wir das. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier vollbringen können. So, erstmal so ein Drachen da gesetzt. Und ich nehme schon mal die Ecken hier mit den Minern mit. Nicht, dass ich die irgendwo vergesse. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist an der Stelle nicht so tragisch. Und da löst er jetzt schon den Inferno-Turm aus. Okay. Dann gehen wir hier mit unseren Truppen jetzt rein. Ich guck mal, wo der Mauerheini hingeht. Okay, der geht auch nicht schlecht. Da wollte ich die Queen eigentlich auch ganz gerne reinhaben. Allerdings muss ich die jetzt auch heftig schon zünden. Und ich muss den anderen Heini hier reinkriegen. Ah, den kriege ich da auch rein. Allerdings an eine nicht ganz so richtige Stelle. Okay. Aber ist noch nicht ganz so schlimm. Die Mauer ist da in jedem Fall ja offen. Und nochmal durchwuten hier die Queen. Ich habe einen Blimp dabei, das seht ihr. Ich habe einen Blimp dabei. Oh, der König da tut schon mal ganz schön weh. Und da kommt jetzt auch ein bisschen was aus der Clanburg raus. Die friese ich mal eben weg. So. Und habt sie auch gegiftet. Habe ich auch sogar dran gedacht. Auch nicht schlecht, Toto. Aber meine Queen geht mir down. Nein.
Nein. Aber der Loon schafft es denn auch nicht mehr. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren, um das Rathaus zu kriegen. Ich gucke mal, wo die hingehen. Die gehen nach dort. Okay, dann nehmen wir die Mine jetzt mal hier hin. Wir nehmen die Mine jetzt mal hier hin. Den Warden dahinter. Und ihn hier. Okay, so, dann geht das ab. Und ich gucke mal, dass ich da in der Mitte den Blimp in jedem Fall aufbekomme. Das kriege ich hin. Ich zünde die mal dort. Und so habe ich jetzt immerhin meinen zweiten Stern schon mal. Nicht, dass der nochmal ballert dort. Beziehungsweise, nee, ich habe erst einen Stern. Alles klar. Alter Falter, auch das ist für mich noch für mich eine heftige Nummer hier, so eine Basis. Muss ich einfach mal so sagen. Jetzt lass doch mal meinen Warden da in Ruhe. Muss ich einfach mal so sagen. Und auch das bleiben irgendwie so 40%, 49, 46. Da ist noch mein kleiner Lucky, aber der schafft es jetzt leider auch nicht mehr. Okay, 46, ja, das ist echt wenig. Das ist echt mau, da kann man sicherlich mehr mitmachen, aber ist auch eine heftige Base und ich bin noch nicht so ein guter Rathaus-Elf-Angreifer. Also der war jetzt nicht so gut. Naja, okay. Was willst du machen? Ich meine, die anderen machen auch einen Stern, aber ja, das auch. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ihm zwei abzuknöpfen. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen warten sollen. Queen war vielleicht auch ein bisschen spät, aber so sind wir uns einig. Er hat 79 auf mich gemacht und ich 46, aber auch mit einem Stern. Dafür hat er mein Rathaus nicht gekriegt. Naja, ich will mal gucken, dass ich hier jetzt noch einen Angriff mache. Und zwar mit dem Kleinen hier. Ich springe mal auf den kleinen Account, auf den Chefkoch. Und mache mit dem noch einen Angriff. Ich denke mal, mit der Armee können wir ruhig noch mal ein bisschen üben. Ah, das nervt mich hier schon ein bisschen ab, die Liga hier zumindest bei Deutschland. In den anderen Clans sieht es eigentlich ganz gut aus. Da werdet ihr jetzt am Wochenende ein bisschen was sehen. Dann machen wir auch ein bisschen was live. Aber hier switche ich erstmal das Dorf und sage jetzt mal bis gleich. Okay, da sind wir auf dem Chef Toto. Ja, auf dem Chefkoch. Und mit dem Account bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Ich habe natürlich etliches an Bautränken und so eingeworfen. Ihr seht das, ich habe gar keine Bautränke mehr, damit ich hier wenigstens die 4 Armeelager schon mal habe, also 240 Truppen. Und ansonsten habe ich aber nichts, glaube ich. Ich habe jetzt den zweiten Inferno schon im Bau. Ich habe so ein bisschen die Sachen hier erstmal nachbauen wollen, die neuen Kanonen. Ich habe die Bowler auf 2. Ich gucke mal gerade. Warte mal. Wo ist mein Labor? Wo ist mein Labor? Oh, mein Labor. Ach doch, mein Labor läuft. Okay, mein Labor läuft. Lava-Hund läuft auf 3. Aber ich habe die Miner schon auf 2 und ich habe auch die Bowler schon auf 2. Also soweit konnte ich das jetzt gerade so mit so ein paar Prügeln hier machen. Also ich kann jetzt auch keinen Hammer mehr nehmen. Es ist alles vorbei. Ich habe hier nichts mehr und bin hier auch ziemlich ausgeräubert. Ich habe noch einen Heldenhammer. Wollte ich aber dann der Queen auf 35 erstmal gönnen. Und ich meine, wenn wir natürlich jetzt hier nicht gewinnen, dann gibt es hier auch noch nicht mal Bonus für uns. Das heißt also, für einen Achten, ich gucke mal gerade, ich gehe mal davon aus, wir werden Achter. Also ich tue jetzt mal so, vielleicht schaffen wir noch den Sprung auf den 7. oder 6. Dann gibt es immerhin noch 200 Medaillen. Ich meine, okay, das ist ein Held, aber im Moment sieht es halt nicht so gut aus. Die Fluffies da unten auf Platz 6, die sind doch noch ein bisschen weiter, zu weit weg von uns. Und die unteren, die Los Dragones, ich meine, gegen die müssen wir noch spielen. Wenn wir gegen die gewinnen, könnten wir uns vielleicht ein bisschen absetzen, aber erstmal gewinnen. Erstmal gewinnen und ich habe hier jetzt aber alle Truppen am Start. Ich habe eine Karre, ich habe meine Helden, ich meine, die sind ja jetzt auch noch nicht der Heilsbringer. Ich habe 5 Zauber und dann gucken wir mal, wie wir uns gegen die Base schlagen. Ich habe hier mit so frischen Zähnen, muss ich sagen, im Moment nicht wirklich Ideen, was man eigentlich so machen kann. Also so eine Base hier geht sicherlich irgendwie auch anders. Nur habe ich so mit dem frischen Zehner noch nicht so die Ideen. Die Ideenvielfalt ist da noch ein bisschen zu klein. Aber okay, mal sehen, ob wir hier bis zu den 2 Sternen kommen können. Da ist das Rathaus, da ist die Queen. Wir checken mal. Ich kämpfe jetzt natürlich gegen ein Single Inferno. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, das ist Spam-Taktik, Leute. Das wisst ihr selber. Aber so kann man sich zumindest irgendwie durchschlagen, hätte ich fast gesagt. So, jetzt ist der dort auf meiner Maschine. Das soll er natürlich dort nicht sein. Und
die gehen nochmal ganz gut durch. Die Nervenskelette da sollen mich mal jetzt nicht ganz so abnerven. Aber meine Queen geht schon wieder so quer. Ja, meine Queen geht schon wieder quer. Und da hinten, der E-Drache lebt noch. Aber im Heck sind noch ein paar Hexen. Die machen jetzt noch ein bisschen Trouble. Und dann haben wir hier zumindest den zweiten Stern schon mal raus. Ja, das ist ja schon nicht so schlecht. Okay, zweiter Stern ist jetzt nicht so schlecht, aber für drei Sterne reicht's eben nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Aber okay, so machen die Leute ja hier hoffentlich ihre acht Sterne, damit es überhaupt dann nicht den Bonus gibt, aber dass es überhaupt Medaillen gibt. Denn dazu, um volle Medaillen hier zu bekommen, muss man auch acht Sterne machen. Und in den oberen Bereichen sehe ich da im Moment gerade ein bisschen schwarz, was so acht Sterne angeht. Wenn die natürlich auch immer 13er machen müssen, ist es vielleicht schwierig. Vielleicht müssen wir hier doch noch ein bisschen umdisponieren und müssen sagen, pass mal auf, wir machen die Basis unten, oben lassen wir aus. Oder aber andersrum, kleinere machen oben, geht aber nur, wenn das Rathaus irgendwo so außen steht. Und größere machen dann die kleinen mit vielen Sternen, damit das Konzept so ein bisschen aufgeht. Aber ich denke mal, das werden wir hier machen, sobald hier halt die Bases das auch zulassen. Ich meine, wenn die Bases das nicht zulassen, dann muss ich jetzt nicht als 10er 13er angreifen, nur um das Rathaus zu bekommen, weil es auf Ecke steht oder so, um dann ein Rathaus 12 unten angreifen zu lassen. Also es ist nach wie vor wirklich, wirklich schwer. 19 Stück und wir haben noch einen Angriff, den muss ich auch noch machen. Nämlich mit dem Barfuß, aber ich habe jetzt noch 53 Minuten Zeit. Das sollte ich irgendwie hinkriegen. Aber auch der Barfuß ist auch ein Rathaus 10er und muss diesen Gegner hier machen. Aber ich meine, ich erzähle euch ja nichts Neues. Aber dieses Mal, also es hat uns noch nie so kalt und so hart erwischt hier, muss ich sagen. Wir hatten schon knackige Begegnung hier in der Liga in Kristall 2, aber sowas hier haben wir noch nicht gehabt. Doch, Kristall 2, aber sowas haben wir hier noch nicht gehabt, also dass es so völlig daneben ist. Naja, abzuwarten. Aus dem Clan Free-to-Play zeige ich euch am Wochenende und auch aus den Champions Spätzle mit Soße und auch, obwohl Spätzle mit Soße, da muss er erst wieder reinspringen und von GSI machen wir am Wochenende und aber ich wollte erstmal euch diese Katastrophe hier ein bisschen näher bringen. Wenn ihr auch so schöne Katastrophen habt, immer rein damit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns mit weiteren Folgen in dieser Woche noch. In dieser Woche weiß ich nicht. Wochenende naht ja, da mache ich eher wenig Folgen, sondern eher ein bisschen mehr live. Also seid dabei. Bis dahin, schönes Wochenende. Euer Toto. Clasht.